Okay, ja, Herr Premierminister, es läuft alles nach Plan. Schon bald werden wir beginnen können. Ich verstehe, und wenn der Plan aufgeht, dann wird er frei sein. Der Plan hat höchste Priorität. Ein Scheitern ist inakzeptabel. Dies ist ein Befehl. Jawohl, Herr Premierminister. Wer ist dann frei? Wer ist dann frei? Das Handy schon wieder? Man hat nicht mal eine Sekunde Ruhe. Hallo? Papa! Bist du es, Victoria? Was gibt es? Was? Alice auf dem hat eine noch eine stärkere Mannschaft? Bist du dir sicher? Ja, anscheinend gibt es ein Team mit dem Codenamen G. Genesis, das angeblich stärker als Epsilon sein soll. Chapa hat das heute rausgefunden, nachdem er gespeicherte Trainingsdaten in ihrem Naniva Trainingszentrum analysiert hat. G, hast du gesagt? Sind Ellis Pläne wirklich schon so weit fortgeschritten? Stimmt denn nicht, Papa? Überhaupt nichts. Lass uns das Team wechseln. Bitte sehr gut, Victoria. Ich habe gehört, dass einige Spieler der Raimon Lab so schlimm verletzt wurden, dass sie nach Hause geschickt werden mussten. Entspann dich, Papa. Ich bin doch kein kleines Mädchen mehr. Mach dir keine Sorgen um mich, hörst du? Konzentriere dich einfach auf deine Regierungsangelegenheiten. Die Bürger Japan zählen auf dich. In Ordnung, wahrscheinlich hast du recht. Vielen Dank, Victoria. Aufgepasst, Premierminister. Verflixt. Ob er wohl von Alice geschickt wurde? Das war richtig stumpf. Tagträumend herumstehend, ohne einen einzigen Labwächter in der Nähe? Das scheint mir keine gute Strategie zu sein, Herr Premierminister. Sie heißen Smith, richtig? Die Warnung kam gerade rechtzeitig. Vielen Dank dafür. Wissen Sie, am Anfang dachte ich, dass Sie die Machenschaften von Alice irgendwie involviert sind. Aber nun zeigt sich, dass Sie genauso um Ihr Leben fürchten müssen wie alle anderen. Als Alice Sie entführt hat, haben Sie etwas gesehen, stimmt? Etwas Fürchterliches. Deswegen ist Alice auch hinter Ihnen her, stimmt's? Wie wär's, wenn Sie mir erzählen, was Sie gesehen haben? Beim heißen Kaffee und Brötchen. Es tut mir leid, aber das geht nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass Alice Epsilon-Niederlage seine Anstrengungen deutlich versteckt hat. Wenn die nichts dagegen machen, dann gibt es keine Hoffnung mehr für Japan. Und der Rest der Welt. Den Rest der Welt? Vielleicht sollten wir uns hier ihre Forderungen einfach beugen. Hä? Premierminister, ich bin zwar nur ein einfacher Polizist, aber ich muss Sie an dieser Stelle unterbrechen. Diese Kinder, das Raimon-Team, sie werden diese Aliens besiegen. Mit Fußball. Ich denke, wir sollten noch ein bisschen abwarten, bevor wir voreilige Entscheidungen treffen. Ich kann die Welt retten. Herr Premierminister, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Die Raimon-Elf. Kapitel 7. Das Notizbuch der Meister. Wieso des Meisters? Das ist vom Opa von Mark. Einmal Ironside. Kopf hoch, Vorzeit, sei nicht traurig. So schlimm war Ironsides Verletzung doch gar nicht. Ich weiß, wer als nächstes rausfliegt. Der hier wird gleich bald auch bald rausfliegen. Schon bald wird er aus dem Krankenhaus raus sein und wieder mit uns im Bus sitzen. Du wirst schon sehen. Für solch einen großen Kerl bist du eine ziemliche Heulsuse, Wallzeit. Hier, das wird dir wieder eine Lächel aufs Gesicht zaubern. Ein Reisbällchen? Oh, ich habe gerade keinen Hunger. Ui, wer weiß, wann ich mal wieder Essen für dich mache. Mein Sonnenschein? Mir egal, ob du Hunger hast oder nicht. Rein damit! Codename G. Alice ultimative Fußballmannschaft. Glaubst du wirklich, dass es sie gibt? Und wenn sie wirklich es gibt, glaubst du, dass wir eine Chance gegen sie haben werden? Klar doch, mich als Trainer würde ich dir immer so schaffen. Komm schon, Leute. Trübsalblasen bringt uns auch nicht weiter. Wir haben es schon besiegt, oder etwa nicht. Wenn wir alles geben, dann können wir jeden besiegen. Aber Mark, ich habe Angst. Ich schaffe das alles nicht mehr. Wortzeit, reiß dich zusammen. Sei ein bisschen sensibler, Mark. Ich weiß, wie er sich nach diesen vielen zermürbenden Spielen fühlt. Wie soll das denn alles nur enden? Kannst du uns das sagen, Mark? Nathan.
Man fängt das Film schon an mit ihm. Auf geht's, Leute. Kann ich eigentlich auch mal zum Einkaufsviertel? Oh, da ruft jemand an. Ich kenne diese Nummer nicht. Entschuldigung. Hallo Mark, bist du es? Hier ist deine Mami. Mami, was gibt's? Ich wollte nur sicher gehen, dass du dich ordentlich ernährst und dir zweimal am Tag die Zähne putzt. Nein, nur dreimal. Und isst du denn auch immer schön dein Gemüse auf? Du brauchst eine Vitamine, Mark. Mir geht's gut, Mami. Aber du musst von versammelten Mannschaft über solche Dinge mit mir... Aber musst du denn vor versammelter Mannschaft über solche Dinge mit mir sprechen? Darf ich jetzt mit ihm sprechen, Frau Evans? Richtig, tut mir leid, Herr Lehmann. Hallo, Trainer Hillmann ist bei dir? Ja, das ist mein Partner, das ist mein Lover. Ja, ich habe hier ein paar Anweisungen für euch. Ihr müsst Fox Shore, Junior High und Fukuoka aufbrechen, sofort. Fox Shore, Junior High, wieso sollen wir denn so plötzlich dorthin? Deine Mutter sagte mir, dass sich in Fukuoka ein wichtiger Gegenstand befindet, deswegen habe ich dort auch nachgeforscht. Genau, Mark, erinnerst du dich daran, dass dein Opa in Fukuoka gelebt hat, als er noch ein Kind war? Also, es hat sich herausgestellt, dass das direkte der Fox Shore Junior High ein alter Freund aus seiner Kindheit ist. Anscheinend gab ihm dein Opa eines seiner Notizbücher, damit er darauf aufpasst. Ich höre davon auch zum ersten Mal, aber egal. Es sieht so aus, als ob die Spezialtechnik in diesem Buch noch besser sind als in Opas Geheimnotizen. Stell dir das mal vor. Es hat den Namen Notizbuch der Meister. Und vorne drauf steht Megatechniken. Megatechniken? Gibt es so ein Buch wirklich? Möchten Sie nicht selbst die Ergebnisse Ihrer eigenen Untersuchung präsentieren? Trainer Hillmann? Marks Mutter steht Ihnen da etwas im Weg. Ach nein, das ist schon in Ordnung. Ich habe übrigens mit dem Rektor der Fox Shore Junior High gesprochen. Er freut sich sehr darauf, euch alle kennenzulernen. Er hat sogar darauf bestanden, dass ihr kommt. Ich freue mich auch darauf. Ich würde gerne herausfinden, wie Opa in jungen Jahren zu mir war. Ich habe Fragen über Fragen. Megatechnik von David Evans, einem der besten Torhüter in der Geschichte des japanischen Fußballs. Die Beschaffung dieses Buchs sollte im Moment absoluten Vorrang für uns haben. Lass uns schnell in Richtung Fukuoka aufbrechen. Wie sind jetzt Ihre Pläne, Herr Hillmann? Es ist ein interessantes Gerücht im Umlauf, das ich gerne genau untersuchen würde. Ah, und Trainerin Lina? Ja? Diese Kinder vertrauen dir. Enttäusche sie nicht. Das ist alles, was ich von dir verlange. Tschüss, Mark. Vergiss nicht, dass du dich von deinem Einschaffen immer schön warm einmummelst. Einmummelst, in Ordnung. Wenn du deine Erkältung einfängst, werde ich nicht da sein, um dir deinen Lieblingstee zu kochen. Mami, ich hab dir doch gesagt, dass jetzt nicht der beste Zeitpunkt für sowas ist. Oh. Das war also deine Mutter, Mark. Sie scheint sehr nett zu sein. Deine Mutter? Wen interessiert es? Oh, Kopf hoch, Scott. Ich hab dich doch nie so bedrückt gesehen. Was? Bedrückt? Scott Banyan? Als ob. Ich bin doch keine dicke Heulsuse wie du. Erik, man sich sagt, deine Mami muss sich keine Sorgen machen, dass du nicht richtig eingemummelt bist. Das kann ich für dich machen. Alles klar. Die Sprüche deiner Mutter haben anscheinend die Stimmung etwas gelockert, Mark. Das Notizbuch deines Meister, meines Opas. Kommst du glauben, ich bin schon ganz gespannt, was da für tolle Spezialtechniken drinstehen. Aber warum war dieses Notizbuch über 40 Jahre lang verschollen? Das ist eine der Fragen, die wir dem Rektor der Fox Shore Junior High stellen sollten. Los geht's, ich will keine Zeit mehr vergeuden. Es klang eher nicht nach Hunger, es klang eher nach Blähungen. Scheiße. Mampf. Oh, das brennt. Meine Zunge steht in Flammen. Oh, Scott, du sagst so, dass ich das extra für mich zubereitet. So ist es. Extra für dich. Sieh mal, du hast sogar aufgehört zu weinen. Scott, lass Wortzeit in Ruhe. Es muss auf jeden Fall sehr schön sein, mal von seiner Mutter zu hören. Stimmt's, Mark? Ich frage mich, wie es meiner Mama geht. Wisst ihr, solange war ich noch nie so lange weg von zu Hause, irgendwas bum bum. Ein bisschen Sorgen mache ich mich schon. Wie sieht's mit ihren Eltern aus, Trainerin Lina? Vermissen sie sich auch? Sie sind bestimmt gerade genauso fußballverrückt wie sie, oder? Meine Mutter ist von uns gegangen, als ich noch ein kleines Kind war. Meinen Vater habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich weiß, wer ihr Vater ist.
Das ist ja schrecklich. Vielleicht hätte ich lieber nicht fragen sollen. Glaubst du, sie versteht sich noch gut mit ihrem Vater? Hey, wo ist eigentlich Frost? Er ist nach draußen gegangen, um etwas frische Luft zu schnappen. Er sagte, er habe Kopfschmerzen. Ich gehe ihn holen. Vater. Vati. Daddy. Auf geht's, Frost. Wir sollten jetzt los. Wir fahren nach Fukuoka. Alles klar. Ich glaube, er hat da Probleme mit seiner zweiten Persönlichkeit. Was geschieht mit mir? Ja, zweite Persönlichkeit. Das ist kacke. Okay. Was hat denn das hier zu erzählen? Was sich wohl hinter dem Codenamen G verbirgt? Was hat Alice da in der Hinterhand? Naja, konzentrieren wir uns erstmal auf das Notizbuch. Auf zur Volksschule. Nach Fukuoka. Fukuokas weltberühmte Nudeln. Genau das, was ich jetzt brauche. Fahrt zur Hölle, Wortzeit, Freundsorte, Fahrt zur Hölle. Ihr seid bereit, auf nach Fukuoka. Innenstadt. Hey, das sieht echt idyllisch aus. Ja, die Stadt ist nicht so... Die hätte das besser machen können, finde ich. Ich frage mich, wann ich eigentlich mal zum Einkaufsviertel kann in Tokio. Ob ich das irgendwann kann? Fukuoka? Das ist also der Ort, an dem du gelebt hast, Opa? Sieh mal, Mausebär. Diese Retro-Architektur sieht wirklich toll aus. Hey, probier es gar nicht, einen auf Intelligenz zu machen. Ich wette, dass du keine Ahnung hast, wovon du sprichst. Was? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Kleiner Pimp. Nämlich nicht Pimp. Genug jetzt. Eure Zankereien bringt uns jetzt auch nicht weiter. Da hat sie recht. Lass uns jetzt eine Volksschule aufbrechen, um dort mit dem Rektor zu sprechen. Was? Das ist wohl ein Scherz. An der langen Buswand ist mein Hintern eingeschlafen. Das ist mein Hintern. Ich muss lieber ein wenig bewegen. Yippie, das nenne ich Tingles. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, können wir uns noch ein bisschen amüsieren. Auf keinen Fall. Wir sind nach Fukuoka gekommen, um mehr über das Multiplum zu ermeistern, herauszufinden. Wow, seht euch diese Geschäfte an. Wortzeit, komm der Straßenbahn nicht zu nah. Unglaublich, was macht denn diese Eisenbahn mitten auf der Straße? Diese Eisenbahn nennt man Tram. Erik, in Tokio hat man die früher auch viel öfter gesehen. Hey Leute, glaubt ihr, mein Großvater hat hier auch irgendwo Fußball gespielt? Vielleicht war das... Wenn ihr irgendwann rauschen hört, das ist Wasser, was gerade eingelaufen wird. Vielleicht war das der Laden, in dem Opa nach dem Training immer Süßigkeiten gekauft hat. Hey, du siehst glücklich aus, Marc. Aber meine Mutter, es ist ein wunderschöner Ort. Die Atmosphäre ist irgendwo so friedlich. Es ist dasselbe Gefühl, das ich habe, wenn ich auf dem Izumaturm stehe. Jetzt verstehe ich, warum dein Opa dort so gerne seine Zeit verbracht hat. Auf geht's, ich möchte sehen, wo sich mein Opa sonst noch rumgetrieben hat. Ging er zur Volksschule, dort ging er zur Schule. Alles klar, Marc. Wie wär's, wenn wir jemanden nach dem Weg fragen? Ich will erstmal was untersuchen. Okay, du. Herzlich willkommen in Fukuoka. Hier ist alles wundervoll. Der alte Stadtkern ist immer noch sehr gut erhalten. Und du? Wie bitte? Die öffentlichen Bäder sind für alle geschlossen. Was soll ich jetzt nur tun? Oh. Okay. Und du? Ich hatte einen Streit mit meiner Mama. Sie ist so unfair. Ich gehe fort und komme nie wieder zurück nach Hause. Junge, du weißt nicht, was du da sagst. Du wirst es so bereuen. Kann ich nicht auf der Straßenbahn? Oh, warum nicht? So. Dieses Angeber-Auto passt überhaupt nicht zu Fukuoka. Wo kommt denn auf einmal diese Luxuskarosse her? Wie könnt ihr den dann gehören? Moneyboy? Vielleicht? Ich frage mich, ob die Tram immer noch da sein wird, wenn ich alt und grau bin. Vielleicht.
Wieso genau jetzt, wo ich schneiden musste? Wenderische gegnerische Tore. Finden wir. Ich muss ja sowieso ein bisschen leveln. Durchbrecher. Ein bisschen auf die Fresse zu geben, macht Spaß. In your face. Komm zu mir wieder. Nochmal. Gewonnen. Und wir sehen uns das nächste Mal.